Willkommen. Und ich hatte mich... Wo bin ich? Ach so. Ich hatte mich gerade voll auf eine schöne Runde Assassin's Creed gefreut. Und dann sehe ich, dass ich... Ja, ich sterbe. Nein, dass ich immer noch in dieser hässlichen Quest festhänge, auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe. Aber naja, machen wir das mal. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich spiele gerade ganz viele Spiele durcheinander. Und habe irgendwie gerade an jedem Spiel Spaß. Dann weiß ich auch gar nicht, welches Spiel soll ich jetzt weiterspielen, worauf habe ich jetzt Lust. Ja, und jetzt hatte ich Bock auf Assassin's Creed. Hatte aber vergessen, dass ich ja in dieser komischen Quest festhänge. Aber ich habe jetzt einfach Lust auf ein paar Kämpfe. Dann hatte ich überlegt, spiele ich jetzt Sniper oder das, aber... Eigentlich wollte ich Sniper spielen, keine Ahnung, warum das hier jetzt gewonnen hat. Ich brauche mein Pferd. Ah, seht ihr, ich bin raus. 2 Tage nicht gespielt. Ich hätte eigentlich mein Pferd direkt rufen können. Pferd, 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 Pferd. Ah, da bist du ja. Aufsitzen. Ah, cool, die wartet auf mich. Dann ist ja alles gut. Also, es wird da gleich etwas gefährlich, gegen die ganzen Leute zu kämpfen. Da bin ich letztes Mal mehrmals gescheitert, aber wir kennen ja schon die Regel. Wenn ich mehrmals in einer Quest scheitere, einfach aufhören. Wenn du dann das nächste Mal mit der Quest anfängst, klappt es beim ersten Mal. Jetzt habe ich hier hohe Erwartungen, aber... Ja, wo reiten die denn hin? Vielleicht klappt es ja. Seht ihr, ich kenne den Weg schon auswendig. Ah, da kommen ja auch meine Gefährten, die ich eskortiere. Und ja, hier lauern jetzt, ist jetzt auch gleich der... Der Überfall. Wie kann ich denn hier... Was ich jetzt mache, das ist der Heck. Ich gehe jetzt schon weg. Schleiche mich an. Wer sind die Männer? Ärger. Gibt es denn hier keine würdigen Gegner? Ich wollte eigentlich Kills machen. Falls ich falle, flieh ins Freie. Also, ich weiß gar nicht, wie die, woher die wissen, dass ich da bin. Jetzt würde ich erstmal abhauen. Nö, ich wurde von einem Pfeil getroffen. Das ist doch scheiße. Idee. Ich töte die erst und dann hole ich die ab. Dumm ist das nicht, oder? Kann ich hier nicht hochklettern? Nee, das Spiel will das nicht. Das Spiel sträubt sich gegen meine komische Art, das zu spielen. Wisst ihr, woher wollen die jetzt wissen, dass ich schon wieder da bin? Boah, weh, das klappt jetzt nicht, ne? Also wenn jetzt, Du hättest nicht mehr den Schussweite. Ich hoffe, die hören einfach mal auf. Scheiße, die machen Alarm. Freie Sicht aufs Ziel! Das Ziel ist in Schussweite! Ich meine, das ist zwar dumm, aber wenn ich die jetzt gleich abhole, sind die hoffentlich nicht mehr da. So, jetzt habe ich alle tot umgebracht, oder? Jetzt würde ich die mit dem Pferd abholen. Hey, Moment! Ah, hier sind noch mehr. Scheiße. Hier! Aber die anderen sind schon da. Frisch das! Freie Schussbahn!
Ey. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Sag mir, was bringt das? Ist das hier ein unnötiger Kampf? Ich könnte halt auch direkt erstmal die Schätze plündern. Weiß halt nicht. Jetzt würde ich einfach gehen und die abholen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich jetzt unbedingt den Schatz haben will, aber wenn ich schon mal da bin. Wo könnte hier ein Schatz sein? Ich weiß es nicht. Nehme ich jetzt gleich mein Pferd und hole die ab. Hier könnten die Schätze sein. Hier drin, ne? Hier ist ein Feuer. Okay, das sind nicht unbedingt die Schätze. Aber so versteckt stelle ich mir hier die Schätze vor. Ja, ich hole dich sofort, aber ich habe hier gerade einen Schatz gefunden, glaube ich. Ja, hier sind die. Dann habe ich den Ort auch abgeschlossen. Dann sind die hoffentlich nicht mehr da. Dann kann ich die jetzt hoffentlich ganz normal eskortieren. Wenn das klappt, war das intelligent von mir. Wenn das nicht klappt, war das dumm. Okay, eigentlich nicht. Dann habe ich trotzdem noch den Schatz. Viel dümmer ist jetzt, dass ich mein Pferd nicht mehr finde. Wir gehen einfach hier raus und holen uns das nochmal neu. Das ist doch hier voll das Kacklabyrinth. Ich hole mein Pferd einfach neu. So, jetzt. Sieht aus wie so ein Pegasus oder so. Ah, danke. Da bist du ja. So, jetzt holen wir die ab und können die eskortieren. So der Plan. Oh. Ha! Ob das funktioniert, keine Ahnung. Wow. Wahrscheinlich sollte man hier auch nicht einfach so durchreiten. Deswegen sind die auch so einen Zickzackweg geritten. So, jetzt einfach in die Richtung laufen. So, jetzt holen wir sie ab. Die Gefahr ist gebannt. Fürs Erste. Die Welt jenseits der Mauern des großen Tempels ist hässlich. Du hast keine Ahnung. Das hat sie sonst nie gesagt. Also es scheint, dass es schon vielleicht der richtige Weg war, das so gemacht zu haben, wie ich das jetzt gemacht habe. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt so klappt. Ich reite gerade eindeutig schneller als die. Ah, naja, warten wir mal eben, bis sie da sind. So, weiter kenne ich den Weg nämlich nicht. Ach doch, zu dieser Pyramide wollten die. Ja, guck mal, es hat funktioniert. Die sind jetzt hier tot. Wow. Uhu, Slalomlauf. Mini-Palme. Okay, ich wäre jetzt eigentlich schon an der Pyramide angekommen. Oder ist das da hinten die Pyramide und gar nicht die, wo ich hier gerade bin? Oder will die zu einer bestimmten Seite, zu einem bestimmten Eingang?
Alter. Ja. Da wären wir. Mein Schwert steht zwischen deinem Ritual und allen, die es bedrohen. Ptah möge dich segnen. Müssen wir jetzt hier hoch, oder was? Ja, hier macht die... Guck mal, wer hat das denn vorbereitet, das Ritual? Wenn sie hier noch nicht war. Ich sage nur, Filmfehler. Ach ja, die ist schwanger, die kann nicht so schnell laufen. Gucken wir jetzt mal, was passiert. Jeden Morgen in meiner Kindheit sprachen mein Vater und ich das Gebet der Magi. Ein Versprechen an die Notleidenden. Okay, ein bisschen ich gruselig. Bin ein Magi. Ich bin eine Feder in des Adlers Schwinge. Ein lebender Dolch. Ich stoße vom Himmel ins Herz des Chaos. Ich bin die unbekannte Wahrheit. Die leere Schwertscheide. Der Sohn des Nils. Und der Verteidiger des Volkes. Du kannst mich nicht töten. Denn ich wandle unter den Toten. Tritt hervor am Tag. Und ich geleite dich heim. Mein Sohn hätte dieses Gebet gelernt von mir. Hätte er. Yeah, hab's geschafft. Wartet, ganz kurz, geht sofort weiter. Muss eben was gucken. So. Neue Nebenquest. So. Hier, das Geschmack ihren Stich ist immer noch komisch. Bikes Versprechen habe ich auch noch nicht geschafft. Ich kann das ja mal auswählen. Aber auf der Karte wird mir dann nichts angezeigt. Ein Geschenk der Götter. Habe ich die noch nicht abgeholt? Soll ich die mal abholen? So, wann kommen wir endlich eine Hauptquest machen? Stufe 23 könnten wir jetzt eigentlich anfangen, aber wir können auch erstmal noch eine Nebenquest machen. Gleichzeitig möchte ich aber auch... So, wo wollte ich hin? Ich will mir das da eigentlich abholen. Ich weiß, ich muss da hin. Ich reite jetzt aber erstmal in diese Richtung. Und zwar möchte ich... Da kann ich mir noch eine Nebenquest holen und da auch. Soll ich das nicht erstmal machen? Ich wollte zwar eigentlich Quests abarbeiten, aber dann ist das so. Ich meine, ich habe mir ja auch noch eine Milliarde Zusatzinhalte gekauft. Das heißt, das Spiel wird auch einfach nur ewig dauern. Achso, es gibt Neuigkeiten. Ich habe mir Assassin's Creed Valhalla gekauft. Und zwar direkt die Deluxe Super Alles Edition. War bei Steam im Angebot. Ich glaube, das Video kommt zu spät, aber bis 5. Januar ist das noch im Angebot. Habt ihr ja vielleicht gesehen. Ist sehr, sehr günstiger, ne? Also ich habe dann direkt hier mit allen Zusatzerweiterungen, die es gibt, weil das Spiel gibt es ja schon lange. Aber es ist jetzt erst auf Steam, also jetzt erst vom Computer. Und ich weiß gar nicht, konnte man das vorher überhaupt auf dem PC spielen oder musste man auf PlayStation spielen? Oder Xbox oder wie man das nennt. Ich weiß halt nicht, ob Xbox und PlayStation im Prinzip dasselbe ist und es da immer dieselben Spiele gibt oder ob es auch Spiele gibt, die nur für Xbox oder PlayStation sind, weil eigentlich habe ich immer gedacht, also ich meine, ist ja klar, ich weiß, es gibt Spiele, die sind von Nintendo, die gibt es halt nur für Switch. Das schiefe Grabmal Snofros. Und umgekehrt gibt es halt viele coole Spiele nicht für die Switch, weil die einfach nicht so toll ist. Also ist ja auch nicht so teuer und kann man ja natürlich nicht die Qualität erwarten. Oder zum Beispiel The Witcher habe ich ja am Anfang mal auf der Switch gemacht, findet ihr ja hier auch auf meinem Kanal. Ich habe das mittlerweile auf dem PC aber noch nicht gespielt, weil ich in der Switch noch nicht mal durch bin. Und ich habe da mit dem Let's Play auf der Switch aufgehört, weil das war kompliziert, weil die Switch halt nicht an meinem PC steht. Aber was ich weiter sagen wollte ist, da werde ich irgendwann auch mal ein komplettes Let's Play auf dem PC machen. Und ich hatte das auch schon mal bei jemandem auf dem PC gespielt. Das ist natürlich von der Grafik 1000-mal besser, ne?
brauchen wir jetzt nicht verherrlichen, aber Switch kannst du halt mitnehmen, obwohl ganz ehrlich, wenn du die Switch mitnimmst, hast du ja nur diesen Mini, dieses Mini-Bildschirm-Dings. Das macht auch keinen Spaß, darauf zu spielen. Also ehrlich gesagt, seitdem ich jetzt am PC angefangen habe zu zocken, benutze ich halt die Switch eigentlich gar nicht mehr, leider. Aber ganz ehrlich, einfach, man braucht einfach nur einen PC. Wow. Und maximal, sage ich mal, die Switch. Wo ist denn jetzt der Eingang? Hier. Jemand war kürzlich hier. Ganz ehrlich, alles andere brauchst du nicht, weil du kannst auf dem PC genauso gut spielen wie auf PlayStation. PlayStation kannst du auch nicht mitnehmen. Versperrt. Es muss einen Weg geben. Die Spuren hier sind frisch. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Mhm. Ich sehe nichts. So, Fackel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Was ich sagen wollte, ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt Sinn macht. Noch wenn man einen guten PC hat, eine PlayStation zu kaufen. Und ich meine, einen PC braucht man eh. Kann man direkt einen guten PC nehmen, dann ist man auch nicht... Was muss ich denn jetzt machen? Dann ist man auch nicht genervt. Ja. Von irgendeiner scheiß Qualität oder so. Ja, und wenn man eine Konsole haben will, würde ich Switch nehmen. Ist einfach viel billiger. Und es gibt halt so Pokémon oder Super Mario. Das gibt's halt für nichts anderes. Und die sind ja schon, machen ja schon Spaß, ne, die Spiele. Wisst ihr was? Ich scheiß jetzt auf diese Nebenquest. Die mache ich vielleicht irgendwann mal. Wir holen jetzt noch die Nebenquest. Und wenn ich die geholt habe, dann machen wir diese andere Quest. Bei der Pyramide weiß ich jetzt nicht, warum ich das Ding nicht bewegen konnte. Und er hat ja auch gesagt, es wird einen anderen Weg geben. Und das hat er sonst nicht gesagt, wenn man das einfach nur bewegen musste. Und noch ein Witz, seitdem ich am PC spiele. Ich konnte das ja früher nicht, ne? Ich konnte nicht mit Maus und Tastatur spielen. Jetzt ist das für mich sowas von normal, jetzt komme ich mit Controller nicht mehr klar. Aber ich glaube, das war Skyrim schuld, weil Skyrim mit Controller war ja echt schrottig. Wo ich kenne auch Leute, die spielen das mit Controller. Kommen damit klar. Oh, ein Komet. Bei allen Göttern. Schickt man uns eine Botschaft vom Himmel? Es ist, als würde Repersön... Die mache ich jetzt nicht, sondern ich mache jetzt ein Dilemma der Bäckerin. Oh, ich habe 0 Fähigkeitspunkte. Ja. Oh, 1000 Nebenquests. Wir machen jetzt nur eine Nebenquest. Und dann möchte ich endlich mal eine Hauptquest weitermachen. Ich brauche nämlich langsam mal wieder Geschichte. Und nicht so stumpfe Probleme von irgendwelchen Leuten, denen ich dann helfe. Irgendwie muss ich auch die ganzen Quests abarbeiten. Ich glaube, es ist eine gute Idee, immer so eine Mischung zu machen. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ach scheiße, ich bin in der Garnison reingerannt. Oh, das war so dumm. Na gut, ich werde jetzt eh sterben. Aber dann bin ich auch vorbereitet und dann kann ich hier Attentate machen. Oh, wie dumm. Zu viel gelabert, ich sag's euch. Göttliche Katzen. Göttern. Schickt man uns eine Botschaft vom Himmel?
Es ist, als würde Reh persönlich zu uns herabsteigen. Ein Koster. Kann er nicht, sich nicht einen neuen Koster holen? Der, ich meine, er muss doch nur vorkosten. Die sterben doch eh, wenn es vergiftet ist. Ich weiß auch gar nicht, was das sind eigentlich diese Zusatzinhalte. Sind das neue Hauptquests? Ja, oder? Sind nicht nur einfach neue Nebenquests? Ich habe so verstanden, dass du dann ein neues Gebiet hast. Oh. Krass, habe ich jetzt erstmal was gefunden. So, was muss ich jetzt hier? Komm, wir haben es fast, Ah, hier. Ah, ich habe ihn gefunden. Okay. Was immer am schlimmsten, wenn er sich nicht entscheiden kann, ob der schwimmen will oder läuft. Los. So, ich sollte da einfach mal... So, hier ist der Eingang. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich reinschleichen. Diese Zone ist tabu. Ja, vor allen Dingen, weil da jetzt schon jemand rauskommt. Du bist ein öffentliches Ärger. Ein Moment. Wie hat er mich denn gefunden? Ja, mach mal langsam. Verschafft mir etwas Zeit. So, kann ich mich jetzt weiter schleichen? Hey, Moment mal! Scheiße, nicht der Keulentyp, den kann ich nicht! Aber jetzt kommt doch schon der Nächste. Hey, stirb, du Made! So, kann ich jetzt bitte... Ach du Scheiße, mein Gefangener ist abgehauen. Das war der in dem Wagen. Und ich habe einfach da schön mit allen gekämpft. Wie dumm ist das denn? Ach komm, das kriegen wir aber jetzt hin. Nein. Ja, außer ich halle auf gegen Pfosten. Bist du der Koster? Ja, das bin ich. Weg! Beschützt mich! Wir dürfen nicht scheitern! Du kannst nicht fliegen! Wir können hier ja auch. Schau sie denn an! Du gehörst mir! Oh. Jetzt muss ich einfach abhauen. Zum Marktwagen, okay. Theta, die Bäckerin, bat mich, dich zu holen. Meine schöne Theta. Nun sehe ich ihr Gesicht doch noch, bevor ich sterbe. Scheiße, die Schilacken. Ich bin schwach vor Hunger und Liebe. Wow. Trägst du mich zu Theta? Ja, mach ich schon. Wenn es sein muss. Theta! Du hast meinen Koster dabei. Wo ist sie denn? Ey, da war noch eine Wandmauer dazwischen. Du konntest das noch gar nicht sehen. Hier. Dieser Mann will dir etwas sagen. Nun? Theta, ich liebe dich. Was? Und ich weiß um einen Plan zur Vergiftung von Taimhotep, der Liebsten des Hohepriesters. Was? Was? Die edle Taimhotep liebt unsere Kuchen und Brote. Seit 5 Jahren schon beliefern wir den großen Tempel. Aber gestern hörte ich eine Wache sagen, dass die Kuchen diese Woche vergiftet wurden. Sind sie schon im Tempel? Ich weiß nicht. Sonst sind sie noch in der Garnison. Dann muss ich mich beeilen. Das ist mir alles zu viel.
Möchtest du dich setzen? Nein, ich muss nachdenken. Oh, ich muss Kuchen zerstören. Sei still. Ja, da hatte ich eine wichtige Aufgabe. Ich darf sie nicht essen, ich muss sie zerstören. Damit keine Leute mehr fett werden. Nein, da ist wahrscheinlich Gift dran. Hat sie ja gesagt. So, ich habe Ziele lokalisiert. Ah, wieder das Problem hier ist Springen, nicht Shift. Quatsch, hier ist Springen, nicht Leertaste. Wie heißt Leertaste auf Englisch? Space? Ja, oder? Jetzt muss ich doch wieder in die Scheiße hier rein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Scheiße, Angst. Irgendwie dachte ich, die Quest wäre schon abgeschlossen. Oh, nicht, dass auch noch viele Lacken hier sind. Ich raste. F. Yeah, Mann. Boah, ich freue mich so auf Valhalla, aber ich muss erstmal das zu Ende spielen. Dann muss ich erstmal Odyssey spielen. Wird eine Lebensaufgabe. Weil ich nämlich so viele Spiele gleichzeitig spiele. Stirb, du Sau! Scheiße, ich sterbe. Ich sammle die Truppe! Warum kann der sein Schild benutzen und ich nicht? Manu, das fing so gut an. Du ruhst gleich in Frieden. Kein Bock auf den Kack-Simulationsmodus. Naja, das mag ich aber bei Assassin's Creed auch nicht, dass man in echt eigentlich nicht in dieser Welt ist. So, komm. Bitte, bitte, entdeckt mich keiner. Bitte, 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 bitte. Hey, wer? Ja. Und dann habe ich den. Hey, wer? Ha! Du bist in meine. Problem ist, bei Nebelwand sehe ich selber nicht. Ey. Fuck! Ich dachte, ich hätte das gemacht. Dankeschön. Erstmal meine Mutter beleidigen. Okay, ist ja eigentlich egal, ne? Er kennt meine Mutter eh nicht. Meine Mutter kriegt das auch nicht mit. Also, ich weiß nicht, warum sich alle mal so aufregen, wenn man die Mutter beleidigt. Sie sagen das doch einfach nur so. Schickt man uns eine Botschaft vom Himmel? Es ist, als würde Reh persönlich zu uns herabschauen. Wissen das doch gar nicht in echt. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja, gut. Gut gemacht. Weiter geht's. Hey! Das war natürlich scheiße. Du bist tot. Ah, da kann ich mich aber gleich verstecken. Wenn ich es überlebe. So. Okay, weiter geht's. Nein. Ein Korb mit Kuchen. Es ist noch nicht zu spät. Ich sorge dafür, dass niemand vergiftet wird. Ah, so zerstören, okay. Stirb, oh nein, den schaffe ich nicht. Ah,
Was ist da denn los? Warum schalte ich ihn doch zu schaffen? Das ist doch gut, aber warum jetzt plötzlich? Sorry, ich habe die ganze Zeit das falsche F gedrückt. Also nur um zu sagen, es gibt natürlich kein falsches F. Ich habe einfach nicht F getroffen. So, wo sind die anderen Kuchen? Da sind noch Kuchen und da ist auch noch ein Hauptmann. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen gespeichert. Kann ich hier meine Pfeile vielleicht auffüllen? Nee, leider nicht. Oh, shit. Okay, ich muss da raus. In Stücke. Das. Warum kann ich nicht mehr kämpfen? Was ist? Zünde die Feuerschale an. Nein, zünde nicht die Feuerschale an. Lass das. Verstecken, bevor ich tot bin. Ich kann ja leider nichts essen, dass es mir besser geht oder so. Zünde die Feuerschale an! Nee, zünde die nicht an. Ich verhindere das jetzt, indem ich jetzt hier hochgehe. Hier oben kann man sich ja meistens aufladen. Oder auch nicht. Hey, bleib stehen! Ihm nach! Okay, der ist auch tot, den kann ich plündern. Wer schießt da? Hey, es gibt keine, komm! So, jetzt kommen die oder was? Du kannst nicht fliehen, Bastard! Sollen die ruhig mal kommen? Ey, ich hab das doch schon angefunden, das Leuchtfeuer. Tot, shit. Nicht gut. Natürlich akzeptiere ich mein Schicksal nicht. Vom Himmel? Oh, das hat natürlich nicht funktioniert. Ich muss es nochmal neu machen. Ja, das wird so wieder sowas. Hey, was? Du wirst sterben! Ey, ich hätte noch Attentat machen können. Hab ich aber nicht. Ich hab dich! Keine Ahnung, ich schaff das eh nicht. Der muss mich nur einmal treffen. Ja, ist egal.
Oh, nein! Ein Versuch noch. Last try. Ja, eben, da steht das. Auf Türmen findet man vermutlich meistens zum Nachladen. Schickt man uns eine Botschaft vom Himmel? Es ist, als würde Reh persönlich zu uns herabsteigen. Ja, ist jetzt die Idee, das von oben zu machen, scharfschützenmäßig. Er stirbt doch. Ach, der hat nur einen Pfeil im Bogen, das ist egal. Hey, warte! Natürlich nicht. Stirb, stirb! So. Finde ich jetzt hier was zum Nachladen? Ja. Ach, habe ich noch nicht benutzt, weil das ja alles nicht gespeichert worden ist. Ja, ich weiß. Da bin ich ein bisschen schlechter drauf und pissig. Aber naja, egal. Wir machen erst. Gut, wenn die jetzt ein Leuchtfeuer anzünden wollen, ist das. Ein Korb mit Kuchen. Scheiße für. Es ist noch nicht zu spät. Ich sorge dafür, dass niemand vergiftet wird. Das war ich. Ich war das mit dem Pfeifen. War nicht extra, bin auf Kuh gekommen. Die Schätze hier sind mir erstmal egal. Ah doch, habe ich aber schon. Das hatte der wenigstens gespeichert. Ja, jetzt geht's hier hoch. Ohne dass sie mich hoffentlich sehen. Noch ein Korb mit Kuchen. Die gehören auch vernichtet. Ich sollte nachschauen, ob es noch mehr gibt. Kann er jetzt mal rauskommen? Dann kann ich den Attentaten. Hier ist einer. Ey, da war noch Attentat, haben die doch gezeigt. Oh, scheiße. Warum so viele? Ja, jetzt. Kommt doch schnell. Den Bastard erwische ich. War klar. Okay, das war der letzte Versuch. Sorry, Leute, geht nächste Mal weiter. Shift und F2, kein Bock da irgendwas. Insta-Kill. Hört sich an, als ob das dann auf Instagram gestellt wird oder so. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.